Wie viele Windungen enthält eine 50 cm lange Spule mit Radius 5 cm, wenn ihre Induktivität 1 Henry beträgt? Diese Länge der Spule, groß L, beträgt 50 cm, also 0,5 Meter. Der Radius klein r von diesem kreisförmigen Querschnitt der Spule misst 5 cm, also 0,05 Meter. Die Induktivität großes rundes L der Spule beträgt 1 Henry. Wir suchen die Anzahl groß N der Windungen dieser Spule. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel. Aus dieser Formel schließen wir, dass groß N gleich ist zu dieser Quadratwurzel. Der Flächeninhalt A vom Querschnitt der Spule wird berechnet durch Pi mal R Quadrat, also so. In diesem Bruch ersetzen wir alle Größen durch ihre bekannten Werte und nehmen als Wert für die Permeabilität den der Permeabilität des Vakuums oder der Luft. Das heißt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Teslameter pro Ampere. Und somit finden wir als Anzahl groß N der Windungen dieser Spule 7118.